Hasel ist ewig jung. Wenn sie abgeschnitten wird, treibt sie wieder. Keiner kann sagen, wie alt so eine Hasel ist. Die Hasel verbindet mit anderen Dimensionen. Deswegen kann man Haselstäbe nehmen als Wünschelruten zum Beispiel. Und kann dann spüren, wo Wasseradern oder wo Metall oder verstecktes Gut ist. Man spürt hinein in andere Dimensionen. Und man spürt hinein in das Reich der Verstorbenen. Und über die Hasel können die Verstorbenen zurückwirken. Über die Hasel können sie Segen bringen. Das finden wir bei dem Märchen Aschenputtel, wo das Mädchen den Hasel in den Boden steckt bei dem Grab ihrer Mutter. Und da erscheint ihre Mutter und segnet sie mit Dingen, die sie fürs Leben braucht. Also Hasel ist diese merkuriale Pflanze, die Energien schießen von oben nach unten und schießen in die unsichtbare Dimension hinein.